Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter Rise Sunbreak Together mit Katha. Hallo. Hi. Jetzt machen wir das Basarios im Anomalie-Quest. Wie soll es denn auch anders sein? Wir müssen halt immer noch Meisterrang 100 erreichen. Das dauert ein Weilchen. In der Zwischenzeit können wir die Anomalie-Quests dann durchjuckeln bis zum letzten, ne? In der Hoffnung, dass die uns ein paar Level schneller bringen. Erstens das und zweitens vielleicht schalten wir so ja auch mal sämtliche Anomalie-Waffen da frei, diese Stufe 10 Waffen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Damit wir die auch fertigen können. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob wir da was zubekommen haben nach dem letzten. Nach dem letzten was? Nach dem letzten Quest, als wir da diese Viecher gelegt haben. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Die Remobra-Zeit habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Ja, mal schauen. Zack. Nö. Wo war nochmal seine Schwachstelle? Schwachstelle? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich versuche immer nur zu treffen. Riesiges Tankmonster, ne? Warte mal, ich bin ja noch gerade nicht da. Ich kann doch vielleicht einmal bei den Notizen gucken. Steht da nicht immer irgendwas zu? Ja, da wo keine Steine zu sehen sind, bestimmt. Genau. Genau so sieht's aus. Na los, mach eine Attacke. Bauch und mach Schwanzspitze das. Steht da. Bauch und Schwanzspitze, ja. Na, mal schauen. Halt nicht wirklich sinnvoll, ne? Also nicht wirklich hilfreich. Genau, nicht wirklich hilfreich. Ach, das scheiß Viech ist da unten. Ah. Schon wieder hier falsch geguckt. Hast du mich doch nochmal erwischt? Du Riesenstein. Jetzt hätte auf die 12 geachtet, aber. Na gut, Free Heal dazu, dann brauche ich nicht zwei Heiltränke verballern. Ah. Ja, wo bleibst du denn? Ach, da ist. Komm doch endlich raus da aus deinem Loch. Also Schwanzspitze kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen, da mache ich auch nur weiße Zahlen. Aber wer weiß. Vielleicht greife ich auch einfach nur falsch an, ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich keinen einzigen Megatrank in meinem. In meinem Inventar. Okay. Ich weiß nicht warum. Aber da sind keine drin. Hast du vielleicht nicht aufgefrischt? Ja, aber die waren ja nicht leer. Also. Ja. Die waren ja nicht leer. Muss ich sie aus Versehen rausgemacht haben irgendwie. Oh oh. Vielleicht habe ich mich verdrückt. Oh. Ja, das wäre natürlich doof. Das nervt mich. Yeah. Oh, Feuer. Das Viech lässt auch überhaupt nichts anbrennen, ne? Man lässt nur immer einen fahren, ne? Ja. Ist permanent nur am Agro-Schieben. Greift ständig an. Lässt einen überhaupt nicht mal töten. Ne, macht wirklich nur so komische Attacken, die dann auch wirklich Schaden fahren. Scheiße. Ja, spreng dich mal selbst in die Luft. Du blödes Viech. Zack. Oi. Ja, wälzt dich noch im Kreis.
Also ich mache bei dem Viech wirklich mehr Schaden auf dem Kopf, aber auch nicht jedes Mal. Ja, keine Ahnung. Also echt merkwürdig. Boah. Das Ding wälzt sich auch jedes Mal auf mir ab. Hier eine blendende Heilblase für dich. Danke. Zieh deine hässliche Birne nicht weg, wenn ich angreife. Oh, was willst du von mir hier? Genau das meine ich. Ah, wir hätten doch den Kopf abschneiden können eigentlich. Wir hätten ihn doch abschneiden müssen. Ja, wenn das so einfach wäre, oder? Ja. Warum ist es das nicht? Naja. Weil. Halt, weil, ne? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Boah. Wenn ich mit der Axtform der Waffe angreife, dann pralle ich sogar richtig ab von dem Viech. Ja. Ich weiß, das habe ich auch. Ist voll ätzend, ne? Ist halt nur mit der Schwertvariante richtig möglich, dem Mistvieh Schaden zu fahren. So. Oh, Alter. Mit jeder Attacke macht es irgendwie so brachial viel Schaden. Ja, stimmt. Na gut. Die Waffe ist wieder entladen. Stumpf, achso. Ja, stumpf war sie auch gerade noch dazu. Deswegen habe ich sie geschliffen, aber dass die Ladung halt einfach weg war. Ich wollte mich gerade noch in den Popos von dem Viech stecken. Und eine kleine Explosion durchziehen. Ich bin ohnmächtig, betäubt übrigens. Oh oh. Ich weiß aber nicht, ob ich dich irgendwie wecken kann. Alter, ist das von dem Viech der Ernst? Mhm. Boah. Das war jetzt richtig Mist. Na, was machst du jetzt? Kriegsbemalung rauf oder was? Na, ich hol mir die Tränke. Okay, mach das mal. Oh, einen kleinen Döner auf dem Weg zu dem Viech. Ne? Jupp. Na, was haben wir hier? Feuerkraut. Fürs Buch. Ach, da oben auf dem Bäumchen ist auch eine Spinne. Das ist eine Puppenspinne, ja. Ja, ja. Besser als gar keine. Stimmt. Ja, rare. Jedes Mal. Weiß nicht, was ich verkehrt mache. Kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal solche Probleme mit diesem Viech hatten. Hat jetzt abgehauen. Es ist jetzt hier. Nee, ich wollte die Krabbe holen. Die was? Die Krabbe. Du hast noch die Marionettspinne. Ja, und jetzt hat sie sich einfach verpisst hier. Muss ich den ganzen Scheißweg. Ja. Zurücklaufen. So, nochmal kurz Waffe schleifen. Die Schutzpolitur hat nicht mehr gewirkt. Ja. Egal, was man bei dem Viech macht. Eigentlich muss man ein Fernkämpfer sein bei dem Viech. Ja. Wenn man dann immer angreifen kann. Alter. Einmal so eine Überrollattacke und schon ist man fast tot. Ja, die ist echt übel. Ja. So. Gut, letzter
kostenloser Heiltrank. So, jetzt kannst du es. Ja, eben ging's auch mal, schon. Dieses Viech hat auch so ein. Ja, die sieht ganz anders aus. Das ist auch das, was ich immer gesehen habe. Alter. Wie kassiert du die scheiß Krabbe hier? Boah. Aber jetzt liegt es. Wieso greift sie denn nicht an? Weil sie erstmal die Scheren wetzen muss. Alter, und schon wieder macht die das nicht. Die nimmt die Ulti nicht. Ich drück die ganze Zeit wie bescheuert darauf, aber die nimmt sie nicht an. Beide Tasten, oder wie? Ja. Mhm. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Wenn ich dir das beantworten könnte. Wer weiß, vielleicht ist mein Dingsbums hier, fällt der Name nicht ein. Ist doch komplett im Arsch. Ich hoffe nicht. Wenn du nur noch mit zwei Tasten kämpfen kannst, dann ist doof, oder? Ja, richtig doof. Vor allem so Y und B wäre schon scheiße. Ja. So. Oh, ey, jetzt komm mal klar. Eine kleine Explosion bitte in deinem Beinchen. Nee. Puppenspinne. Was? Hast du die Puppenspinne schon benutzt? Ja. Wollte ja irgendwie überleben. Dachte mir, ich setz die mal lieber ein. Klatsch, natürlich gibt es auch noch erstmal eine kleine Überrollattacke. Alter. Jo. Und noch eine. Das Viech hört auch nicht auf, ne? Wenigstens mal die Schnauze gebrochen hier. Da haut doch gleich ab heulen, ne? Echt? Oh, ich habe jetzt auch ein bisschen Aua, aber dass ich euch die ganze Zeit Aua verursacht habe, ist mir doch egal. Blödes Viech. Oh, es hat mich fast überrollt. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, weit genug wegzurollen. Boah, Feuer. Katze, los, steck ihm was in den Hintern. Dein Penetratorstab, los. Penetriere es. Nö, den Katze. Doch, Katze hat es voll geschafft. Aber das Viech war unter Erde, also... Da ist natürlich nicht sehr hilfreich. Natürlich, natürlich. Oh. Ich dachte, Katze, ja, hat mich gleich enttäubt mit der Vase. Oh. Oh, hier liegt eine Falle. Komm her, du dreckiges Vasarios. Komm. Nee, du machst erstmal so ein. Was weiß ich, Alter. Laserfeuerstrahl. Oder Feuerlaserstrahl. Ja, richtig behindert. Hallo, hier geht's lang. Gut, gut, gut. Komm, ich schleif sogar meine Waffe für dich. Damit du richtig auf mich wütend werden kannst. Nee, du zündest lieber. Ach, keine Flamme mehr, oder was? Feuerball geht noch, aber Flamme nicht mehr, ja? Ich hoffe, die. Das funktioniert auch, wenn es unterirdisch ist. Mhm. Tatsächlich, funktioniert. Aha. Dass das Viech überhaupt fliegen kann. Halt unrealistisch. Echt? Wer hat dir Flügel gegeben? Wer war so gemein? Du bist doch eher wie so ein Gockel. Naja, Hummeln können das ja auch nicht. Nein, danke. Physikalisch unmöglich, ne? Ja. Hat dem Vasarius halt auch keiner gesagt.
Reheal. Sehr schön. Und es rollt sich schon wieder, ganz ehrlich. Rollt sich durch die Welt. Rollt sich, wie es ihm gefällt. Über Stock und über Stein. Rollt es sich hier. Was weiß ich, wie es weitergeht. Naja, musst du doch jetzt ausdenken. Du hast doch hier so gut angefangen. Hey, du hast angefangen. Ach, Papalapap. Freestyle-mäßig mitzuhelfen. In deinem Song. Oh, es legt sich auch jedes Mal auf mich drauf. Und noch ein Heiltrank. Jupp. Klatsch. Natürlich, natürlich. Zack. Schade. Ach, jetzt gibt's wieder einen Feuerfurz. So viel Chili gefressen, was? Scheint wohl so, ne? Nein! Oh. Mist. Katze? Katze! Katze! Ah, da kommt Katze schon. Danke, Katze! Ich denke. Genau. Bringt alles nichts. Und das Viech ist ja noch nicht mal fangbar. Was ist denn hier los? Jupp. Es ist halt nun mal lästig oder ätzend, das Viech, ne? Jupp. Also nicht so lästig oder ätzend wie gewisse andere Viecher, aber es nervt schon, dass man es... Naja, es ist schon richtig nervig, ne? Also... Ja, weil man es nicht richtig angreifen kann, ne? Es hat keine richtigen Spots. Und wenn, dann verschwinden die Spots immer wieder. Ach, jetzt legt es sich hin. Es legt sich nicht auf mich drauf, ja? Achso, ich dachte, das habe jetzt auch gedacht, dass es mich schon wieder... Ja, habe ich gedacht, dass es mich jetzt platt macht, aber es hat keinen Schaden gemacht. Jetzt rollt es sich wieder. Large. Jetzt stecke ich mich mal rein. Endlich auch. Oh, schon wieder keine Puste mehr. Oh. Immer das Gleiche. Und nochmal. Da mache ich wenigstens Schaden. Auch wenn ich da auf die Steine ziele, weißt du? Ja. So, nochmal Waffe laden. Ach, machen wir alle guten Dinge, sind drei, ne? Nein, jetzt hau doch nicht schon wieder ab. Bleib oben. Mega Heslon. Mega Heslon? Ja, komm, das ist doch richtig hässlich, das Viech. Alter. Also, es gibt nicht viele Viecher, wo ich sagen muss. Da haben sie sich schon was richtig Hässliches überlegt. Oder was meinst du? Okay. Ist das ein Königsludrot? Ja. Ja, das Arme. Latsch. Und einmal kurz Seitentausch. So. Hey, Ludi. Zack. So. Einmal so. Attacke. Und nochmal. Und nochmal. Ja, Ludrot greift schnell an. Und die Ulti kommt jetzt. Yep. Komm schon, schmeiß mich ab. Diese Lache ist einfach nur göttlich.
Zack. Na, was hast. Ach so, es hat nur mal wieder vor, sich wieder einmal hinzurollen, ja? Hier sind halt ein paar Fallen. Hat das ja schon lange nicht mehr gemacht. Wo siehst du hier Fallen? Hier. Ach, da hinten. Ja, ich komme mal dazu. Dann kann ich ja so lange noch meine Waffe schleifen. Doch, Fallen müssten funktionieren bei den Viechern. Ja, ja, aber ich wusste nicht, ob diese Falle hier unter, wenn es unter der Erde ist, zählt halt. Ja, wenn die andere zählt, wieso sollte die dann nicht zählen? Oh, jetzt wurde ich auch nur eingeschläfert. Oh, es haut ab. Hier ist doch eine Blitzfalle. Da ist doch noch eine zweite Falle, ja. Och, Menno. Oh, das Viech nervt so doll. Was sowas von. Ja, irgendwas machen wir doch auch falsch bei dem Viech. Fahren einfach nicht genug Schaden, ne? Das ist unser Problem. Ja, muss Gibt's ja. Nicht irgendwie so eine One-Hit-Attacke für die Monster? Von dem wir noch nichts wissen jetzt in der ganzen Zeit, wo wir gespielt haben, ne? Genau. Ja. Oh, Mello. Klatsch. Ja. Noch ein bisschen Feuer. Ja, mach mal noch ein bisschen Feuer. Dein Chili-Furz. Ja, dieses hier Bodycheck ist echt scheiße. Das bringt uns nicht nach vorne. Das sage ich dir. Bringt uns nicht nach vorne. Noch so ein Giftfurz. So Pilze gefressen oder was? Das ist dein Suppfurz. Hast du gestern gesoffen? Zack. Deswegen ist der Furz so giftig. Zack. Was? Boah, lass mich mal hier weg. Dass er damit getroffen hat. Na los. Komm schon. Und zack. Ja, na klar, legt er sich auch erstmal noch einmal hin. Was soll er denn sonst machen? Nein! Das ist eine super Explosion. Ich bin betäubt, ich bin betäubt, ich bin betäubt, ich bin betäubt, ja. Ich bin betäubt. Ach, ich habe keine Tränke mehr. Scheiße. Ich habe mal kurz geheilt. Ja, danke, mehr habe ich auch nicht. Ich gehe dann mal kurz. Ja, mach das mal. Doch nicht, dass ich da schon so viel verballert habe. Ja, was soll man machen, ne? Man möchte auch nicht unnötig noch einmal sterben. Ja, eben. Dann frisst man halt gerne einen Trank mehr. Zack. Es ist aber auch unvorhersehbar oder ziemlich schwer vorhersehbar, wohin es sich anfängt zu rollen. Das stimmt auch. Und es rollt sich so oft vor allem. Das macht es dann auch nicht angenehmer. Überhaupt nicht. Und klatsch. Können wir jetzt mal bitte eine Explosion sehen? Ach nee, es rollt sich einfach nur mal wieder. Was einfach unglaublich ist. Mal rollt es sich, mal dreht es sich. Mal fährt es rückwärts. Da fehlt echt noch so ein Piepen. Und jetzt fährt es vorwärts und fängt dann an zu rollen. Na los. Genau, tauch mal wieder auf hier. Dieses hässliche Viech. Natürlich.
Ey, es ist blau. Wir haben endlich das Symbol. Oh. Durch was hat das denn jetzt diesen Schockschaden gekriegt? Das habe ich eben so einen Donnerkäfer. Ach, Donnerkäfer hast du ihm um die Ohren geschmissen. Ah, jetzt macht jetzt noch mal diese Scheiße. Klatsch. Ja. Ach, nur zweimal diesmal. Gut. Auch sehr schön, dass es sich mal wieder hingelegt hat. Dann kann man ja mal ein bisschen Schaden fahren. Ist ja nicht so, dass wir da großartig Gelegenheiten bisher gekriegt haben, darauf Schaden zu fahren. Das ist alles immer nur so kleckerweise, was wir hier schaffen, ne? Also zumindest was mich betrifft. Halt echt so... Was? Echt so was? Ja, echt so nervig. Oh, und schon wieder hier. Ja, es überbügelt einen sofort. Und jetzt fährt es ein bisschen rückwärts. Ah, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist irgendwie doof, wenn wir das Viech auf Nervigkeitsskala vom Walztrax stellen. Nerviger. Nerviger noch? Ja, das Walztrax ist wenigstens cool. Ja, es sieht wenigstens cool aus, das stimmt. Ja, Gott sei Dank müssen wir das Viech auch jetzt nur einmal legen, weil... Boah, nee. Das Viech jetzt noch zu farmen, oh, das wäre ein Albtraum. Boah. Ätzendes Viech. Was schätzt du, wie lange haben wir gebraucht? Ich würde jetzt mal sagen, so um die 20 Minuten. Ja, das kann gut sein. Hey, es gab nochmal einen Free Heal zum Abschluss. Das ist ja auch immer abgehauen, dieses hässliche Viech, ey. Ja. Na gut, in dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen, wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Tschüss! Tschüss! 26 Minuten, wow!